So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Poke. Ach Scheiße. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, eine Infofolge. Ich bin gerade zur Tür reingekommen, habe das Muttertier heimgebracht nach dem turbulenten Event Wrestling Wochenende Money in the Bank, war wirklich eine sehenswerte Großveranstaltung. Und das war schon ein Fest und jetzt kommt noch eine Feier, denn das nächste Event wurde angekündigt, was am Donnerstag diese Woche in Pokémon Go startet, die Feier zum 7-jährigen Jubiläum. Und wie genial und passend ist es, dass das neue Kanalmaskottchen Shiggy ist mit Sonnenbrille, weil sich das Erdnuss das Maskottchen gewünscht hat. Und hier auf diesem Titelbild für das Event seht ihr plötzlich auch Shiggy, Shilock und Turtok mit Partyhütchen, mit allem drum und dran. Ihr wisst, als Shiggy konnte man ja schon erhalten, auch als Shiny mit diesem Partyhut. Und wie immer packen die irgendwann, weil dir nichts Neues einfällt, dann die Entwicklungen einfach rein, beziehungsweise wenn du mehrere hast, dass du es plötzlich entwickeln kannst, wenn du es vorher nicht entwickeln konntest. Und so habt ihr jetzt auch einen Turtok dann mit Partyhut, mit etwas Glück, was ihr durchentwickeln könnt. Das heißt, ich warte immer noch drauf, dass es irgendwann an Weihnachten mal Despo da mit Weihnachtsmütze gibt. Das wäre genial. Jetzt aber zu diesem Event, was wie gesagt am Donnerstag startet. Pokémon Go wird 7 Jahre alt. Das muss gefeiert werden. Sehr schönes Bild, sieht so genial aus. Wir lesen uns die komischen Texte gar nicht durch, wir kommen direkt zu den Fakten. Party zum 7. Jahrestag, Donnerstag, 6. Juli, 10 Uhr. Bis Mittwoch, den 12. Juli, 20 Uhr. Läuft also theoretisch eine ganze Woche. Pokémon-Debüt. Neue kostümierte Pokémon erscheinen während des Events. Shilock mit Partyhut und Turtok. Müsst ihr halt entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, warum hier ein Stern dran ist mit Shiggy Bonbons. Könnt ihr Shiggy mit Partyhut zu Shilock mit Partyhut und dann zu Turtok mit Partyhut entwickeln? Aha. Aber nur hier ist ein Shiny-Symbol dran. Mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen. Wenn ich doch mein Shiny Shiggy entwickle, dann habe ich doch ein Shiny Shilock. Da müsste doch da eigentlich auch jetzt ein Shiny-Symbol drin sein. Und wenn ich es nochmal entwickle, habe ich dann also das Turtok. Jetzt denkt man, man muss das durchentwickeln, um die alle zu haben, aber das gibt's auch als Shiny. Wild. Sehe ich aber nicht so, weil da steht ja wieder entwickeln. Also irgendwie ist diese Zeichensetzung und Vergabe da ein bisschen vermurkst. Oder ich check's gerade nicht. Wenn ihr es checkt, schreibt's mal rein. Ansonsten, ja, bin ich jetzt schon wieder überfordert. Event Boni. Erhöhte Chance, Glücksfreunde zu werden. Das passt sehr gut. Momentan kann man nämlich 2 Spezialtrades machen. Die 8 Glücksfreunde, die ich gerade noch habe, die melden sich aber nicht. Die habe ich jetzt schon monatelang und ich warte jeden Tag gespannt drauf, ob ich einen aktuellen Glücksfreund bekomme, mit dem ich am selben Tag direkt noch tauschen kann. Also erhöhte Chance auf Glücksfreunde, sehr genial. Erhöhte Chance beim Tausch Glücks-Pokémon zu erhalten, nützt mir jetzt nicht unbedingt was. Mein Lucky Dex ist vollständig, da bräuchten wir erst neue Pokémon, von denen man dann ein paar sammelt, tauscht und dann, oh, ich musste nicht 50 tauschen, sondern nur 5 und habe dann schon den Lucky Dex gehabt. Aber es reicht auch, wenn ich keinen Glücksfreund habe, dass ich vielleicht ein paar Anego, 2 Anego pro Tag, 2 Kabutoro mir rübertausche und die vielleicht trotzdem lucky und gut und 100er werden. Nutzt auf jeden Fall eure 2 Spezial-Trades jeden Tag, die ganze Season lang, vergesst das nicht. Chance auf 7,77 oder mehr Gierspenst Münzen beim Drehen eines Pokestops mit einem Gold-Lock-Modul. Ja, wenn man das mal eins findet, ne? Die sind ja jetzt relativ selten. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eins gesehen habe. Und ihr selber habt ja keine, deswegen würde das jetzt nicht so interessant sein. Weiterhin winken an jedem Tag der Party. Zum 7. Jahrestag andere Boni. Diese Boni gelten täglich von 0 bis 23.59 Uhr. Am 1. Tag, 6. Juli, gibt es doppelte Fang-EP. Am 7. Juli doppelten Fang-Staub. Am 8. Juli doppelte Fang-Bonbons. Am 9. Juli halbierte Schlüpfdistanz. Am 10. Juli steigt das Freundschaftslevel doppelt so schnell. Ich sehe jetzt schon wieder das Chaos vorprogrammiert. Hä, Digga, da stand noch 2 Tage. Ich habe Geschenke geöffnet. Warum plötzlich Aufstieg? Ich verstehe es nicht. Leute werden gelöscht. Da wird sich wieder zur Sau gemacht gegenseitig. Am 10. Juli das Fest des Hasses. 11. Juli doppelte Verschickt-Bonbons und 12. Juli doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon. Mir gefällt eigentlich der Fangstaub am besten. Und euch halt vielleicht
die doppelten Fang-EP oder so. Gerade mit einfach fabelhaften Würfen kann man da einiges machen. Wilde Pokémon, das ist auch das Interessante, nicht nur verschiedene Boni, dass jeden Tag ein anderer Boni ist. Es erscheinen auch jeden Tag gezielt noch andere Pokémon, aber es gibt auch allgemeine Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger während des gesamten Events, also von Donnerstag bis Mittwoch. Shiggy mit Partyhut, Pikachu mit Kuchenhut, Mauzi, Ponida, Togedemaru, mit etwas Glück Galaponita und Absol. Galaponita war mal selten, gab es jetzt auch schon zu vielen Events. Absol immer cool, kann ja auch mit Mega-Entwicklung, allen drum und dran. Mauzi, ich sag nur Lost Lift, Liebhaber. Pikachu mit Kuchenhut, wer damals keinen Shiny bekommen hat, darf in der Sammlung nicht fehlen. Mein Hauptaugenmerk würde erstmal auf Shiggy liegen, da die Familie in Shiny mit Partyhut voll zu machen. Dann habt ihr zu diesen Pokémon, die jetzt nicht so krass speziell besonders sind, sage ich, jeden Tag aber noch wechselnde Pokémon, die auch im Vordergrund stehen. Am 6. Juli, am ersten Tag, gibt es Bisasam, Glumanda und Shiggy mit Partyhut und alle können shiny sein. Wer die also damals verpasst hat mit den Hüten, hat hier am 6. Juli nochmal die Chance, die abzugreifen mit Partyhut. 7. Juli gibt es Endivie Feuerriegel Kanimani. Kann auch alles shiny sein. Ihr seht also, hier sind überall die Starter drin. Wer da noch Bonbons braucht, kann da noch einiges sammeln. Wäre lustig gewesen, am 7. Juli diesen dreien auch ein Partyhut zu verpassen, sodass ihr den ganzen Tag im Stress seid und sagt, nein, ich brauche eins mit Hut und das muss noch shiny sein und dann gibt's das nie wieder. Das wäre ultra krass, das hätte der Jendiger so machen können. 8. Juli, Gekkabor, Flamely, Hydropi. Die sind auch speziell, weil die haben ja auch alle eine Mega-Entwicklung. Hallo! Die haben ja auch alle eine Mega-Entwicklung. Genauso wie halt die am 6. Juli, haben am 8. Juli die eine. Die am 7., die könntest du eigentlich weglassen. 9. Juli, Shellast, Panflam, Plinfa. Also auch wieder Starter. Am 10. Juli, Serpifeu, Floink, Otaro. Die nächsten Starter. Am 11. Juli, Igamaro, Phynx und Froxy. Das ist ein bisschen unglücklich. Denn Igamaru und Phynx, die sind ja schon da und können schon shiny sein. Nicht jetzt, Marie. Froxy hatte noch keinen C-Day. Das kann auch nicht shiny sein. Es wäre natürlich viel besser gewesen. Es hätte schon seinen C-Day gehabt und wäre jetzt auch beim Event shiny möglich zu fangen. Ist es aber nicht. Am 12. Juli haben wir Bautz, Flamyau, Robball. Die sind natürlich viel zu neu. Gibt's also alle nicht shiny. Raidkämpfe, Stufe 1, Bisasam mit Partyhut, Glumanda mit Partyhut, Shiggy mit Partyhut, Pikachu mit Kuchenhut. Muss man raiden? Das Pikachu gibt's auch wild, die anderen gibt's ja auch wild, halt an dem einen Tag. Ihr könnt die aber auch so raiden, Raids der Stufe 3, Magneton, Lapras, Flamara, Relaxo, Sejong. Wie Sejong hier reinpasst, keine Ahnung, kann auch nicht shiny sein. Magneton ist immerhin ein starkes Pokémon. Relaxo als shiny. Flamara sieht total random aus. Lapras, Lieblings-Pokémon, da mal 1,50 zu pushen, habe ich glaube ich noch nicht. Bräuchte ich aber ein Event, wo das dann mal wild sein kann, weil ich keine Raids dafür machen will. Ansonsten finde ich die Raids leider alle schwach, da ist leider nichts Besonderes dabei. In den Fünfern habt ihr Arctos, Zapdos, Lavados. Da bräuchte ich für Zapdos und Lavados noch XL-Bonbons, das heißt, ich würde Zapdos-Lavados-Raids machen, dass ich die beide noch hochziehe. Arctos bin ich fertig, in den Mega-Raids Mega-Turtok. Also ihr seht, alles, was mit Shiggy zu tun hat, was mit Turtok zu tun hat, steht hier irgendwo ein bisschen im Vordergrund als Titel Pokémon und auch in den Raids. Pokémon bei Feldforschungen. Es gibt Jubiläums-Feldforschungsaufgaben, schließt sie ab, um verschiedenen Starter-Pokémon, darunter auch Bisasam, Feuriegel und Hydropi, plus viel mehr zu begegnen. Für manche Feldforschungsaufgaben winkt Mega-Energie für die folgenden Pokémon als Belohnung. Bisaflor, Glurak, Turtok, Gewaltro, Logok, Sumpex. Befristete Forschung für 2 US-Dollar. So, jetzt gab es eine kleine Unterbrechung. Jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, wo ich war. Und normalerweise nehme ich das immer One-Take auf und hau das so raus. Jetzt wird es kompliziert, weil ich 2 Dateien habe, die ich dann irgendwie zusammenbinden muss. Das Schneidprogramm das aber nicht annimmt, ich das wahrscheinlich vorher noch umladen muss und dass das bis 20 Uhr dann noch hochkommt mit Thumbnail-Beschreibung.
Vergiss es einfach. Befristete Forschung für 2 US-Dollar oder den entsprechenden Preis in eurer Landeswährung könnt ihr während des Events an einer befristeten Forschung teilnehmen. Schließ-Event-Feldforschungsaufgaben wie das Ausbrüten von 7 Eiern oder das Entwickeln von 7 Pokémon ab, um folgende Belohnungen zu erhalten: eine Brutmaschine, eine Superbrutmaschine, ein Premium-Kampfpass, ein Glücksei, ein Rocket-Radar, ein Sternstück, einmal Rauch, 77.777 EP. Eine Begegnung mit Pikachu mit Partyhut. Die befristete Forschung läuft nicht unbegrenzt. Ihr müsst vor Mittwoch, den 12. Juli, 20 Uhr, solange wie das Event läuft, diese also abschließen und die Belohnungen abgeholt haben. Selbst wenn ihr alle Aufgaben also fertig habt, die Belohnungen aber nicht abholt, dann sind die einfach weg. Ihr müsst sie auch abholen. Das habe ich schon mal gehabt. Ich hatte meine Forschung, hatte alles fertig, wollte in einem Video dann die Belohnungen abholen, habe nicht gesehen, dass zwischendurch das Event geendet ist und die waren einfach alle weg. Ich konnte sie also gar nicht abholen. Ihr könnt Tickets erwerben, an Freunde in Pokémon Go verschenken. Das kennen wir ja, das werden wir nicht weiter erläutern. Und hier steht plötzlich noch, alle lieben Mew. Was ist das? Für 5 US-Dollar könnt ihr an einer Meisterwerkforschung alle in einem Nummer 151 teilnehmen. Diese Meisterwerkforschung war ursprünglich während der Pokémon Go Tour Kando im Jahr 21 erhältlich und kehrt im Rahmen unserer Party zum 7. Jahrestag zurück. Schließt sie ab, um euch ein seltenes, schillerndes Mew zu schnappen. Nach dem Kauf erhaltet ihr Zugang zu der Meisterwerkforschung, die natürlich ewig lang dauert, bis ihr die fertig habt. Tickets sind bis Mittwoch, den 12. erhältlich. Frage für mich ist, wenn man die schon mal hatte und ein schillerndes Mew hat, darf man die überhaupt nochmal kriegen? Steht das jetzt hier mit dabei? Für Ticketinhaber beginnt die Meisterwerkforschung während der Party zum 7. Jahrestag. Ihr haltet sie, indem ihr Pokémon Go zwischen Donnerstag, 6. Juli und Mittwoch, 12. Juli öffnet, nachdem ihr die Meisterwerkforschung erhalten habt. Wenn ihr diese Meisterwerkforschung kauft oder bereits erhalten habt, profitiert ihr außerdem während der Party zum 7. Jahrestag von den folgenden Boni. Doppelte Wirkdauer von Rauch, doppelte Wirkdauer vom täglichen Abenteuerrauch, doppelte Wirkdauer von Lokmodulen. Beachtet, dass ihr diese Meisterwerkforschung nicht an andere Trainer verschenken könnt. Wenn ihr ein Ticket für die Pokémon Go Tour Kando erworben habt, könnt ihr nicht an dieser Meisterwerkforschung teilnehmen. Also wer damals Shiny Mew verpasst hat, kann es jetzt immer noch haben. Mit dieser Forschung, die hoffentlich dann die gleiche ist, wie die, die wir auch hatten. Feier das 7-jährige Bestehen von Pokémon Go mit dem Pokémon 0007. Auf dieser Seite findet ihr weitere Informationen zum Community Day Classic mit Shiggy. Ach, der ist mitten im Geburtstag drin. Weil der ist ja am Sonntag. Am Sonntag ist dann auch noch Community Day Classic mit Shiggy. Passt also auch hier rein. Hier steht zwar Imantis bei dem Bild, aber das ist egal, das fällt eh keinem auf. Dann gibt es wieder neue Avatar. Sticker, neue Avatar-Artikel und Sticker, meine ich. Hier Klatsch in die Hand, Pose hoch, Bein hin, da hinten wird geballert. Top-Set zum 7. Jubiläum, Hose zum 7. Jubiläum und ein paar Sticker mit Togedemaru drauf, mit Bonita drauf, mit Shiggies drauf. Die Party geht im Pokémon Go Webstore weiter. Das gucke ich mir gar nicht an. Webstore habe ich bisher noch gar nicht besucht. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Event? Also ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Leute, die viel verpasst haben, können da einiges nachholen. Diese ganzen Starter an den ganzen einzelnen Tagen sind auf jeden Fall genial. Shiny Mew, wer es damals verpasst hat, nochmal. Ich hätte mir ein zweites geholt, aber darf man ja nicht. Und ansonsten, Adi nicht. Du beendest wieder die Aufnahme. Adi, Schatz, freue ich mich auf eigentlich nichts groß Neues. Nein, freue ich mich auf hoffentlich viele Glücksfreunde, mit denen man dann Lucky Trade machen kann und halt diese Shiny-Sammlung von Shiggy komplett Schwanz zu haben. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal rein, was eure Ziele sind, was eure Favoriten sind, ob ihr schon ein Shiny Mew habt und so weiter. Ich bastel das jetzt hier irgendwie zusammen, hoffe ich zumindest, und guck, dass das noch hochgeht. Wir sehen uns dann im Stream. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.